Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Destiny Episode 22. Mein Name ist Suicide Snowman. Und nachdem wir das letzte Mal die erste Mission auf dem Mars beendet haben, haben wir einen neuen Gleiter bekommen und den werden wir heute auch nutzen, um die nächste Story-Mission auf dem Mars durchzuführen. Ich bin mal sehr gespannt, da er schon so nach den Stats her doch ein gutes Stück schneller sein sollte als unser bisheriger Gleiter. Wir haben jetzt den S20 Sucher. Okay, ich weiß, wie wir das Auge des Torlords aufladen können. Die Kabale haben in ihrer Kriegsbasis eine Wegsäule, die mit dem Tor zum Schwarzen Garten verbunden ist. Mit dieser Säule könnten wir das Auge aufladen. Allerdings sind die Kabale dort am stärksten. Also bist du hoffentlich bereit für einen Krieg. Und mit diesem Sucher werden wir uns mit den Kabalen in den Krieg begeben, so wie unser Geist gerade gesagt hat. Da wären wir. Kämpfen wir uns in die Kriegsbasis. So, wo müssen wir denn hin? Da nach unten rechts, ein Stück geradeaus. Oh ja, da ist dann doch schon schneller, das merkt man definitiv. Okay, und die scharfen Kurven gehen auch echt gut. Können wir hier so ein... Ja, es funktioniert. Sehr cool. Aber schießen kann das Teil immer noch nicht. Leider. Ich bin mal gespannt, wann wir den ersten Gleiter bekommen, der auch Waffen an Bord hat. Oder ob man die hier irgendwie gar nicht bekommt, ob die nur die Gegner haben. Also, das kann eigentlich nicht sein. Ich denke schon, dass man den irgendwann bekommen muss. Wäre ein bisschen seltsam, wenn nicht. Muss ich jetzt eh irgendwie hoch? Sieht so aus. Ich muss die Säule finden. Gehen wir weiter. Ich scanne nach einem guten Übersichtspunkt. Ja, Gott sei Dank haben wir die Gleiter, ansonsten würde das Ganze einfach sowas von lange dauern mit den Wegen, die man hier zurücklegt. Oh, was war das für eine Attacke? Okay. Da hat sich eine Richter. Ja, wieder so eine Phalanx mit den Schilden. Dann werden wir uns gleich mal die Nova-Granate hier. Zack. Nahkampf erledigt. Hier unten haben wir noch Psion. Ach, bleib doch da! Wo ist er denn jetzt? Ah! Steht direkt vor einem und man bekommt es nicht mit. So. Da vorne haben wir wieder eine Phalanx und zwei Legionäre und einen Psion haben wir, habe ich gesehen. Ein zweiter, glaube ich, der gerade links oben vorbeigelaufen ist. So. Kümmern wir uns als erstes mal um den Legionär hier oben. So. Gut. Den schnappen wir uns so. Hier haben wir den nächsten Legio. Oh, boah, es ist wieder so ein großer Centurio hier. Krass, ey. Ich finde das ja irgendwie ganz cool gemacht, so Ritter und Phalanxen und Centurien, Legionäre. Immer so, ja, altertümliche Klassen oder wie man es halt auch aus Rollen, also aus mittelalterlichen Rollenspielen kennt oder Fantasy-Rollenspielen, nach denen dann die Gegner benannt sind. Das hat irgendwie was. Diese imperiale Phalanx da vorne geht mir mächtig auf den Sack, ey. Ist er weg? Ich glaube, er ist weg. Gott sei Dank. Ja, du gehst auch drauf, bitte. Nehmen wir dann den Centurio, dann machen wir jetzt mit der Flinte fertig.
Oh, so langsam die Lebensenergie. Ich müsste mal regenerieren. Jetzt geht's weiter. Ja, die Legionäre sind jetzt ja wirklich nicht das Problem. Also irgendwie. Ach. Hab ich dich übersehen? So. Unter mir steht noch was. Nicht? Hab ich mir. Ja, war der so radarmäßig. So. Ganz vergessen hier. So. Wo haben wir die nächsten? Hier haben wir nochmal eine Phalanx. Ja. Sehr schön. Den nehmen wir noch normal mit und... Verdammt. Den Centurio habe ich irgendwie einfach ignoriert. Also ich habe ihn schon gesehen, aber seine Existenz wurde von mir einfach unterdrückt. Danke. Jetzt, also das geht mal gar, ja mal gar nicht. Das ist. So funktioniert das nicht hier. Im Nahkampf. So. Einen halben Meter daneben zielen. Oh! Und wir haben die Nova-Granate wieder. Okay, okay. Das wusste ich auch nicht, dass man den Jetpack, nachdem man ihn in der Luft ausgemacht hat, danach wieder aktivieren kann. Hat irgendwie was. Dieser Beobachtungsturm da vorne. Von dort können wir die Säule sicher lokalisieren. Von was spricht ihr, dem kleinen Ding da hier? Dieses radarmäßige etwas oder funkstationmäßige etwas? Was ist denn das für ein Legionär? Nein, das meint er gar nicht. Ach, er meint das da. Ups. Das habe ich wohl ein bisschen übersehen. So. Sprügeln wir uns mal den Turm hoch. Wir haben hier ja sogar noch Unterstützung. Versuchen wir es bei den Türmen. Ja, der macht das schon, der macht das schon. Möchtest du auch hier? Komm schon, wo ist sie? Ich hab's. Sie ist hinter einer weiteren Verteidigungslinie. Okay, wo? Tja, wenn sie nicht schon wussten, dass wir kommen, wissen sie es jetzt. Überquere das Feld. Na. Dafür sind wir jetzt ja schneller. Was haben wir denn hier? Ein Panzer? Oh, oh ja, oh ja. Ja, damit komme ich klar. Glaube ich. Geh jetzt hier erstmal raus. Ah.
So. Hier haben wir nochmal einen Legionär. Das können wir ja ganz gut einstecken. Wir müssen nach rechts. Okay. Wieso schnappt der sich nicht auch so ein Teil? Das wäre ja mal cool hier. Zu zweit mit den Dingern hier in die Basis eindringen. Man kommt hier sogar ganz gut durch, also... Okay, hier kann ich nicht mit rein. Schade, wäre aber auch zu schön gewesen. Sind wir auch in der Dunkelheitszone? Das könnte eventuell das Ende der Mission bedeuten, wenn wir denn überleben. Wow! Ist ja jetzt nicht so, dass unser Geist gesagt hätte, fühlt sich nach Falle an. Zack. Da ist noch was, ich weiß es. Erwischt. Da versteckt sich auch noch einer. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da gleich was echt Riesiges rauskommt. Aber so richtig riesig. Macht auch komische Geräusche. Ja. Genau da stehst du echt praktisch sogar. Oh oh, oh oh. Ach Gott. So. Schießen die auf einmal? Haben die alle irgendwie so Granatwerfer oder was? Das ist ja Wahnsinn. Ist noch ein Centurio. Da wechsle ich lieber gleich mal auf die Flinte. Oh, ein inkohärentes Engramm gefunden. Sehr schön. Ah, keine Munition mehr, keine Munition mehr. Verdammt, keine Munition mehr. Achtung. Flucht. Okay, erstmal in Ruhe hier nachladen. Okay. Wo ist der Centurio? Da ist der Centurio. Er macht es aber auch nicht mehr lange. Ja. Ah. Noch rechtzeitig die Waffe gewechselt, würde ich mal sagen. Ja, ich möchte da rein. Auch wenn ich vielleicht nicht wissen möchte, was da drin ist, aber ich möchte da rein. Ein weiterer Centurio, oder? Komm, ein Koloss. Der hat sogar die Superattacke hier überlebt. Nein! Verdammt! Koloss, Staubriesen. Naja.
Also auf ein neues. Wäre ja auch tatsächlich zu schnell und einfach gegangen alles. So, also. Dieses Mal ein wenig vorsichtiger. Beziehungsweise, das heißt ein wenig vorsichtiger beim Koloss eben einfach mal aufpassen, was man macht. Und nicht wie eben. Es hat ja echt auch nimmer viel gefehlt. Also. Wo? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Boah, echt. Kriege ich schon wieder so einen Hals bei sowas. Fühlt sich nach Falle an. So. Und den kriegen wir auch noch gleich mit. Zack. Nehmen wir den nächsten, der kommt schon näher. Ups, da ist der Psi und der ist eben. Den Versuch gekostet hat. Okay. So. Jetzt kommen sie von da. Muss ich erst dahin laufen, dass die nächsten Gegner, die Gegnerwelle kommt? Schaut so aus. Ja, jetzt kommen sie von da raus reingelaufen. So, behalte ich eigentlich die Items, wenn ich hier dann zwischendrin gestorben bin? Kann ich mir gut vorstellen, dass ich die immer noch habe. Müsste man mal nachher nachschauen, ob ich das inkohärente Ingramm noch dabei habe. Nehmen wir den Centurio. Okay. Noch ohne ja. Und noch erwischt, während seine Schilde down waren. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Munition gespart. So. Wo sind die nächsten? Es dürfte doch dann auch gleich der Koloss kommen, oder? Ja, da kommt auch der Koloss. Unsere Super-Attacke ist bereits. Ist jetzt genau. Also eigentlich genau, was jetzt bereits hier ist. Eigentlich genau pünktlich bereit zum Abschuss. So. Hier noch ein Legionär. Erstmal die außenrum, die kleinen. Das Fußvolk vernichten. Hier ist der Koloss. So, jetzt hauen wir ihm als erstes mal so eine rein. Zack. Ist er tot? Ernsthaft? Nein. Echt jetzt? Och, das war vorhin so unnötig. Mann. Okay, ich kümmere mich um die Tür. Ah, das war wirklich sowas von unnötig, der Tod dann. Einmal mit der Rakete reingehauen und dann weg ist er. Ich glaub's nicht. Stürme das Kastell. Bin dabei, bin dabei. Hier, alle drei. Damit zumindest mal einigermaßen erwischt. Einer ist tot. Ah, das ist so eine imperiale Phalanx. Die hat mehr Rüstung, mehr Schaden, mehr alles wahrscheinlich. Aber das stört uns gar nicht. So.
Ah, verdammt. Ungeschickt. So, komm. Gibt's hier wohl nicht. So. Nachschubcodes. Das ist bestimmt was für den Archonten. Was haben wir denn hier jetzt? Ein Scout-Gewehr. 143. Ja, ja, ja. Wir haben immer noch das Level 6 Impulsgewehr. Sollte man vielleicht auch mal ändern, weil ich will jetzt nicht auf Scout wechseln. Ich bleibe dabei. Aber hier haben wir doch, ja, hier haben wir immer noch das inkohärente Engramm. Sehr schön. Und hier haben wir eine neue Schrotflinte. Ich würde doch sagen, die nehmen wir mit. Reichweite, Stabilität. Geht ein bisschen flöten, aber mein Gott, es ist eine Schrotflinte, mit der kämpfe ich im Nahkampf. Da soll mir das echt egal sein. Jetzt haben wir hier 81 Verteidigung und mehr Stärke. Das ist die Frage stellt sich gar nicht erst. Hier haben wir ein Upgrade bekommen. Erhöht die Verteidigungskraft. Sind wir auf 137. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Achso, Nachschubcodes. Das wollte ich jetzt mal noch nachgucken, was das ist. Ja, Verbrauchsgegenstände. Ermöglicht es deinem Geist, Teleport-Netzwerke anzuzapfen, um mehr Glimmer aus Kabale-Feinden zu ziehen. Ja, da sind wir gerade. Kabale. Und der hier war für 6. Ja. Ziehen wir mal etwas mehr Glimmer aus den Gegnern. Und so ist egal, es dreht sich immer in die andere Richtung, da wir einfach hier hoch müssen, so wie es aussieht. Ah, wir müssen anscheinend da rüber. Alles nachgeladen, schön. Sehr gut. Geh auf, du Tür. Wir kommen näher. So. Was haben wir denn hier? Legionsunterkunft. Wir müssen über diese Brücke. Ja, dann lass uns drüber gehen. Warum klang er jetzt so dramatisch? Da ist die Säule, da vorne. Das hat er bestimmt gerochen. Er wusste, dass genau das passiert. Vor allem, er wusste auch, dass die Schiffe hier kommen. Da von aus der Luft so. Die Phalanxen da hinten, die bringen gar nichts, wenn ich die aus der Entfernung angreife. Hier kommt noch ein Legionär vor. Brücke ist echt praktisch. Es ist einfach so eng hier. Und es steht so viel Zeug hier rum. Ah, was ist denn das da oben für einer? Wieder so ein Koloss oder was? Ja, es ist einfach so eng hier, dass die alle auf einem Haufen stehen. Ja, es ist ein Koloss. Und deswegen gar nicht groß irgendwie Probleme machen. Treffer. Aber den Rest machen wir von Hand. Da möchte ich jetzt nicht nochmal eine Rakete verschwenden für. Ja. Perfekt. Und auch du. Nein. Jetzt. Ach Gott, da haben wir ja wieder so ein bisschen Fuß voll. Hier steht keiner. Das
Nachladen aus Versehen durch Sprinten unterbrochen, auch nicht optimal. Traut sich einer? Jetzt traut sich einer. Zack. Steht da für eine Phalanx? Noch eine. Hier haben wir den. Ja. So. Okay. Weiter geht's. Du übernimmst die Kabale und ich das Auge. Ja, welches Auge? Was? Bitte? Hier? Halte die Kabale auf. Ich versuch's. Aber die schießen gerade. Sind damit gerade eher beschäftigt, mich aufzuhalten, als dass ich sie aufhalte. Boah, was war denn das? Steht der Centurio irgendwie genau da an der Ecke neben den Phalanxen. Ach Gott, ich glaub's nicht. Boah. Aber das war mal eine schöne Flugbahn. Die hat echt Spaß gemacht. Okay. So, jetzt haben wir aber den Centurio immerhin weg. Hier haben wir noch einen Legionär. Okay, sieht ganz gut aus. So. Können die sich so schnell teleportieren oder ist das eine Attacke von denen? Da bin ich noch gar nicht irgendwie dahinter gekommen. Was das jetzt genau ist, wenn die da so blau leuchten. Da, eine Verbindung zur Säule. Bring mich hin. Wo? Ah, okay. Komische außerirdische Technologie. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Ah, er hat dort jetzt das Auge des Torlords eingesetzt. Okay. Was geht jetzt ab? Was ist das? Es löst sich auf. Oh. Das ist ein größerer. Sind das für Laser? Also das ist der Laser. Ich hab schon gedacht, hier kommen jetzt irgendwelche komischen Laser-Strick-Urfallen auf mich zugeflogen oder sowas. Oh! Gott, geht's hier gerade zur Sache, ey. Es ist wieder dieser Moment, wo es einfach von überall her ballert. So. Den haben wir weg. Ich laufe hier halt immer noch mit einer Level 8 Waffe rum, aber es geht. Es geht. Man sieht, dass es geht. Ach Gott, dieser Primus. Es
So. Den Legionär nehmen wir jetzt noch mit. Jetzt hauen wir diesem Primus mal ein paar Raketen in die Fresse. Zack. Und. Ja. Gibt's Waffen. Und wieder ein Treffer. Das ist natürlich groß und schwer. Das ist nur von Vorteil für uns. Auch wenn er seine Jetpacks benutzen kann. Und jetzt hauen wir ihm noch den da rein. Und zwar volle Kanne. Und wir haben ihn besiegt. Jetzt darf ich bloß nicht noch draufgehen bei den Legionären hier im Umfeld. Oh Gott, nimm das Auge an dich, ich bin dabei. Wo sind die Legionäre jetzt hin? Haben die sich aufgelöst, weil ich ihren Chef gekillt habe? Anscheinend. Also kein Stress mehr. Puh. Geschafft! Das Auge ist geladen. Los, in den schwarzen Garten. Beenden wir das. Okay, wir haben gerade das Auge geladen, so wie wir mitbekommen haben. Was haben wir denn hier noch so? Das ist das Scout-Gewehr 143. Das geben wir gleich noch ab. Jetzt ist er doch bestimmt auch gleich fertig hier. Ja, 3, 2, 1, 0. Bevor wir unterbrochen werden. Ja. 125 Kills, 36 Fähigkeitskills und 34 präzise Kills. Wir haben nochmal etwas dazu bekommen. Ab in den Orbit und dann direkt zum Turm zurück. Die Folge von heute ist jetzt wieder so um die halbe Stunde lang, sehe ich gerade. Den Turm machen wir jetzt aber noch kurz fertig, damit das weiterhin immer schön seinen Ablauf beibehält. Die paar Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Jetzt schauen wir nochmal hier. Haben wir was freigeschaltet? Scharfschützengewehrmunition, die wir tragen können. Ist eigentlich uninteressant, aber aktivieren wir es einfach mal. 73 in Disziplin 49, ja, die nehmen wir auf jeden Fall. Ansonsten haben wir jetzt nichts mehr hier rumliegen. Außer natürlich dieses inkohärente Engramm. Schauen wir mal, vielleicht finden wir im Turm ja auch eine bessere Impuls, also ein besseres Impulsgewehr für uns, das ein bisschen besser unserer Stufe angepasst ist. Ich hoffe es zumindest. Wäre wünschenswert. So, einmal hierhin. Dein Name. Bitte unterschrieb das. Sam, da hält spezielle Aufgaben für dich bereit. Dann zu ihm. Ja. Sammle 200 Olympus-Tränen auf dem Mars. Ja, gut, das können wir machen. Jetzt schauen wir doch mal nach diesem inkohärenten Engramm. Ah. Los, gib mir was Gutes, gib mir was Gutes. Und es ist ein Fusionsgewehr. Ja, aber nein, das ist doof. Ich mag kein Fusionsgewehr. Die laden mir zu lange auf. Ich brauche eine Nahkampfwaffe wie die Schrotflinte und kein Fusionsgewehr, mit dem ich hier... Bringt mir rein gar nichts. Nichts, verdammt. Primärwaffe, wir brauchen Primärwaffen, Primärwaffen. Jetzt schauen wir erstmal noch, was wir da unten bekommen, bevor wir hier jetzt unnötig Glimmer auch raus aus dem Fenster werfen. Ein bisschen springen. Die Dunkelheit nähert sich von der Nacht. So, was bekommen wir hier denn?
Stärke plus 94, 154 Rüstung oder 73 und 103. Hier tauschen wir Disziplin gegen Stärke und hier tauschen wir Disziplin gegen Intellekt. Intellekt haben wir noch gar keinen Bonus an sich. Und es sind hier im Moment 30 Verteidigungen mehr und hier haben wir 3 und 4 sind 7 und 20, 17 Verteidigungen mehr. Ja, dann nehmen wir doch direkt den Beinschutz. Das muss ich gar nicht groß überlegen. Pass auf dich auf. So, geht gleich wieder weg. Das macht der Intellekt jetzt nochmal. Die Abklingzeit der Nova-Bombe reduzieren. Und jetzt schauen wir doch nochmal da oben, ob wir nicht noch ein neueres Fusionsgewehr irgendwie ergattern können. Schauen wir erstmal beim Waffenhändler, bevor wir einen Haufen Geld beim Archonten für Random Stuff rauswerfen. Dafür habe ich zu wenig Glimmer. Das war ja klar, dass ich dafür zu wenig Glimmer habe. Aber er hat auch tatsächlich kein Scout-Gewehr da. Hüter. Dann machen wir das jetzt so random. Primärwaffe. Zack. Das haben wir bekommen. Ein Scout, das sehe ich jetzt schon. Sahara ist, glaube ich, eine Automatik. Okay. Eine Automatik. Weg damit. Gut, okay. Das war es für heute. Ich werde jetzt in den Orbit zurückkehren. Und wir sehen uns dann das nächste Mal in der nächsten Episode Destiny. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da oder abonniert den Channel, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.